Herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays, die Order 1886. Heute geht es spannend weiter mit dem Lykanthropen. Und ja, mal gucken, ob wir uns dem entgegensetzen können mit unserem kleinen Halki, der plötzlich trotzdem stirbt. Was? Nein, das war zu schnell. Nein, au! Ey, hier, friss mal. Danke. Nochmal. So, danke, diesmal frisst du. Oh, bis man die Steuerung hier raus hat. Danke, jetzt bist du am Arsch. Sorry. Und jetzt hier, Junge. Au. Nö, jetzt hat er meine Waffe. Nö, 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 nö. Ey, ey, ey. Nimm die Waffe wieder. Au. Alter, das kriegst du alles zurück. Nein, nein, nein! Au, ich war zu spät! Du kleines Arschloch! Friss das! Sorry für den Ausfall, aber ey! Jetzt gibt's ordentlich aufs Maul! Au, das war ein Kratzer, der sich gewaschen hat! Aber nicht nochmal! Das ist doch mal ein spannender Kampf! Auch wenn er nicht gerade vielseitig ist! Au! Nein! Was? Wer hat das überlebt? Und jetzt? Komm, 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 komm! Das kann nicht dein Ende sein! Dankeschön! Wunderbar! Nicht sie! Komm schon, raff dich auf, Junge. Sonst ist sie tot. Steh auf. Los. Komm schon, steh auf. Ich kann nichts machen. Los. Ich bitte darum. Ey. Nein. Ich reiß. Jetzt hast du mich wütend gemacht, Junge. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich tot. Ich habe die falsche... Nein, und nochmal. Sorry, Leute. Das war nicht gerade sehr nett, aber... das wusste ich nicht. Also nochmal die Cutscene. Jetzt die richtige Taste. Und jetzt bist du dran, Junge. Und nochmal. Und nochmal, weil es so schön war. Mit Gefühl, oder? Na dann, hau noch mal mit Gefühl oben drauf. Issy. Issy. Bleib bei mir. Komm schon, Issy. Komm schon, Issy. Das meinte ich von wegen, er liebt sie. Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich. Gemeinsam. Etwas Besseres. Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Greg, die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist es? Na dann, gehen wir mal dorthin.
Was ist denn, was wir unbedingt sehen müssen? Ja. Was haben die Rebellen vor? Psychiatrie. Okay. Ruf mich aus, Liebes. Was gibt's denn hier alles so Schönes zum Anschauen? Was können die Rebellen hier planen? Das werden wir gleich mal anschauen. Ein Foto von Lord Hastings. Und hinten drauf? In welchem Jahr? 1858. Sie organisieren sich. Hier, die Ladung der Agamemnon. Bestimmt für die amerikanische Ost. Und was sonst noch? Nichts wirklich Wichtiges scheinbar. Kann man hier rennen? Sehr schön. Habe ich, glaube ich, vorhin auch schon. Manchmal merke ich nicht mal, wenn ich noch gerannt bin. Frachtlist? Die Fracht ist für Amerika bestimmt. Nicht schlecht. Frachtliste haben wir jetzt auch schon. Wissen wir jetzt auch schon, wie es geht? Also wie es geht. Wissen wir auch schon Bescheid, was die vorhaben, wo das Zeug hingeht. Ist immer von Vorteil. Information heißt Macht. Was ist denn hier? Mal gucken. Nichts. Ein Hauch von nichts. Auf jeden Fall nichts Wichtiges. Ein paar Zettel, die nichts Wichtiges zu seinen scheinen. Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Tja. Sagt er noch was hierzu? Wenn ich da hier ein bisschen anvisiere. Aber nö, der will mir jetzt nichts mehr sagen oder kann nichts sagen. Habe ich hier alles geholt oder genommen? Ich hoffe es doch mal stark. Ich gehe mal hier hin. Okay. Da haben wir jetzt alles durchsucht. Dann gehen wir jetzt durch diese Tür. Ja, nee. Ist klar. Hier einmal, zweimal, dreimal. Und auf ist das Türchen. Und einmal reingegangen. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall eine Tonanlage da. Eine Tonmemo. Die ganze Nacht, okay. Was ist denn da hier drinne? Mach mal auf. Na, dann muss ich halt noch agieren. Tun wir doch das. Jo, noch eine Tonmemo. Auf jeden Fall für den. Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Verschlossene Frachtkisten. Eigentum des Vereinten Indien, wie es aussieht. Okay. Hier ist darin auch ein Hauch von nichts. Auf jeden Fall für das Ende sind die Audiodateien sehr gut. Also ich werde den letzten Part mit den Audiodateien machen. Denn ich finde es jetzt einfach bekloppt, immer einen solchen Text reinzuhauen. Für die, die es nicht interessiert. Wisst ihr, was ich meine? Für die, die es interessiert, die können sich das auch auf jeden Fall immer nachgucken. Dann auf der so. Komm, easy. Speziell ein Part. Ganz langsam. Wie lang war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was gibt's? Zuerst ruf Nicola.
Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Oh ja. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Ja, nee, so sieht's doch aus. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Easy? Nicht wirklich. Das ist die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Lol. Das alte England. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurk gezeigt haben. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Hust. Kein Wort zu niemandem, Nikolai, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Der hat doch Dreck am Stecken, der Junge. Aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Komm, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nikola. Cool. Waffe? Ah, ja. Oh, du hast... Ach, nö. Den Punkt, Nikola. Possible. Für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Na, zum Glück, die kommt nicht zu uns. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Okay. Leicht, dort reinzukommen? Okay. Haut rein, Jungs. Oder Mädels, wie auch immer. Sieht doch mal geil aus. Wir sind an Bord. Verstanden, Sir Percival. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind ja alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Das dachte ich mir auch gerade. Nennen Sie das leicht? Ja, nee, ist klar. Und ich darf jetzt noch selbst runter. Ich pfeife die Höhenangst habe, aber gerne wie Ruffy so runter cruise, also bei anderen Games oder so. Ach so, ich muss nach vorne drücken. Okay. Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Geben Sie schon auf, Marquis? Um mich umzusehen. Es gibt ja nicht viel zu sehen. Juhu, einmal runter, Scotty. Beam mich runter. Ich sagte doch, beam mich runter, Scotty. Und juhu, Geronimo. Das meinte ich. Obwohl ich Höhenangst habe, liebe ich sowas. Ganz ehrlich, aber selbst würde ich es nie machen. Ohne Witz. Aber so, noch so gerne. Jeha. Meine Fresse, ich wäre jetzt schon angespannt, nur beim Spielen. Boah. Also ich spiele ja, aber für mich ist es ein bisschen high to hell hier. Auch wenn mir nichts passieren kann. Man kennt es ja beim Spielen, man fiebert manchmal ziemlich mit. Wow. Na los, rein hier. Und damit würde ich aber sagen, war es das für den Part von The Order 1886. Und wenn euch der Part gefallen hat, würde ich sagen, lasst ein Like da oder auch nicht. Das ist euch überlassen. Tschüss.